Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Unleashed, unserem Videoformat für Entfesselungsmomente im Arbeitsleben. Heute zu Gast bei uns ist Marc Bartsch, Director Sales bei Leckerland. Als leidenschaftlicher Vertriebler liegt Marc nicht nur die regelmäßige Interaktion mit dem Kunden am Herzen, sondern auch die langfristige Förderung und nachhaltige Entwicklung von Talenten. Wir möchten erfahren, wie er es schafft, die richtige Umgebung für die Mitarbeiter unterschiedlichster Entwicklungsstadien zu schaffen und was er selbst aus diesen Beziehungen für seine ganz persönliche Entwicklung mitnimmt. Darüber hinaus sprechen wir heute über die Parallelen zwischen dem klassischen Vertrieb und Handwerk und darüber, welche Mechanismen sich der Vertrieb in diesem Kontext aneignen kann oder auch schon angeeignet hat. Dies und viel mehr erfahrt ihr in den nächsten 29 Minuten Unleashed. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Zuschauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unleashed. Heute bei uns ist Marc. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Show. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du bist ein bisschen so eine Art Wandervogel, um das mal so auszudrücken. Du bist sehr viel rumgekommen in deinem Leben, auch für den Job. Du bist jetzt seit 4 Jahren in Düsseldorf, aber du warst vorher doch viel unterwegs, oder? Ja, ganz genau. Ich bin beruflich genauso wie auch in meinem Leben gestartet im Ruhrgebiet in Dortmund und habe dann da nach der Schule ein duales Studium gemacht bei einem deutschen Händler. Und nach dem Studium durfte ich dann da Verantwortung übernehmen und bin dann in dieser Funktion in verschiedenen Rollen durch Deutschland, durch quasi vom Ruhrgebiet über Rheinland-Pfalz nach München, nach Neckarsulm, ins Allgäu. Und bin jetzt im Rheinland, nicht im Ruhrgebiet, aber wieder im Westen. Ja. Auch nicht die schlechteste Ecke, oder? Nee, auf jeden Fall. In welchen Abständen war das? Wie oft musstest du dann tatsächlich umziehen? Waren das 6 Monate oder 4 oder noch mehr? Nee, das waren so also im Schnitt einmal im Jahr. Aber es gab natürlich auch kürzere Zyklen zwischendurch, wo ich mal nur 5 Monate wo war, wo es dann gleich weiterging. Aber ich bin 7 Mal umgezogen in 7 Jahren. Ja. Wow. Okay, ich bin einmal umgezogen in den letzten... Oh, ich darf gar nicht erzählen, wie häufig ich umgezogen bin. 31 Jahre? Nein, Quatsch. Ich bin, glaube ich, 31 Mal im letzten Jahr umgezogen gefühlt. Ich bin wirklich sehr, sehr häufig umgezogen, auch als Kind, aber das hat, glaube ich, andere Gründe gehabt. Ich muss auch sagen, ich habe das auch nie negativ empfunden. Okay. Jetzt, wo ich seit 4 Jahren an einer Stelle bin, genieße ich das sehr. Aber vorher war das einfach so ein Modus, wo das auch immer wieder spannend war und Spaß gemacht hat. Und beides hat, glaube ich, Vor- und Nachteile. Man lernt unterschiedliche Menschen, unterschiedliche auch Kulturen innerhalb von Deutschland kennen und weiß, wie man sich darauf einstellen kann oder sollte. Aber es hat schon auch was, an einem Ort zu leben, wo man auch arbeitet. Ja, ja, verständlich. Wie hältst du es? Ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet. Ich habe so ein inneres Ruhrgebiet immer noch. Also egal, wo ich hinziehe. Wie hältst du es so mit der Heimat? Also ist das immer mit dir auch mitgereist oder hast du dich dann komplett auf das neue Environment sozusagen eingelassen immer? Also was ich merke, dieses innere Ruhrgebiet ist definitiv, wenn ich hier bin, auch wenn ich dann, jetzt ist ja Düsseldorf nicht Ruhrgebiet, aber ich habe sehr viele Freunde und Bekannte, die halt auch jetzt aus Bochum kommen, aus Dortmund kommen und wo wir einfach doch dann oder aus Essen kommen, irgendwie so eine innere Verbundenheit spüren und einfach, dass man gleich denkt, dass man viele Gemeinsamkeiten hat. Heißt aber nicht, dass ich mich nicht auch in München, wo ich lange Zeit gelebt und gearbeitet habe, sehr wohl gefühlt habe. Aber es ist schon dieses, wie du es schön sagst, innere Ruhrgebiet, was definitiv im Herzen ist. Das ist ganz witzig, ne? Also irgendwie finde ich, merkt man, du kennst das halt nicht, du bist nicht von da, also von daher merke ich das schon, dass du das gar nicht so wahrnimmst. Aber tatsächlich, man hat da irgendwie so ein Gefühl. Also das ist, ja, ist tatsächlich, wie gesagt, ich kann das gut nachvollziehen. Als Rheinländer, klar, ist es ähnlich. Wir sind ja nicht so weit entfernt vom Ruhrgebietler, wie das jetzt vielleicht scheint. Das sagst du so. Also wir verstehen uns ja auch, zumindest vor der Kamera. Natürlich. Also das Sobald die Lichter aus, dann sieht das anders aus. Es sah eben noch anders aus hier. Ja, wie gesagt, du hast jetzt die Einblicke hier, die teilen wir sonst nicht. Aber vielleicht nochmal kurz den Bogen zu schlagen zu deinen Anfängen in der Karriere. Du hast ja dann auch relativ früh, wenn ich mich nicht irre, auf Verantwortung übernommen. Das heißt, das Programm war ja so designt, dass du schon, ich glaube, mit 23 Jahre. Ja. Also das Studium war so aufgebaut, man fängt nach dem Gymnasium an, also in meinem Fall dann nach dem Zivildienst und habe dann da 3 Jahre im Block immer mal 3 Monate in einer Filiale gearbeitet, da dann quasi von Anfang Verkäufer bis über stellvertretender Filialleiter, Verkaufsleiter, wo man dann eine ganze Region oder mehrere Filialen hatte, immer 3 Monatsblöcken gearbeitet und 3 Monatsblöcken studiert. Und das Studium war zumal auch noch in Lörrach, das ist an der Grenze zur Schweiz, also ist dann auch nochmal ein Wohnort gewesen über diese 3 Jahre hin. Und nach dem Studium war ich dann 23 und durfte dann da direkt als leitender Angestellter, nannte sich das dort, Verantwortung übernehmen, hatte dann auch fachliche und auch disziplinarische Verantwortung für damals dort 100 Leute und durfte dann anfangen,
zu lernen dort. Ja. Ja. Also eins seiner Steckenpferde ist ja auch Talentförderung und auch letztendlich die Entwicklung von Mitarbeitern. Da kommen wir gleich noch drauf und gehen auch noch stärker drauf ein. Aber ich denke, gerade vor diesem Kontext, das muss man ja erstmal auch lernen. Ich denke, da wird bestimmt, wenn man so jung ist und dann auch wahrscheinlich einigen Leuten, die etwas älter sind, sag ich mal, vorgesetzt wird, bestimmt auch wird es auch Konflikte gegeben haben, oder? Wie hast du die bewältigt? Wie geht man damit um in dem Alter? Also in dem Alter ist ein gutes Stichwort. Aus meiner Sicht war es schon immer so, Alter ist keine Kompetenz, weder in die eine noch in die andere Richtung. Also nur, weil ich mit jemandem zusammenarbeite, der etwas schon sehr lange macht, heißt das nicht, dass es besser macht. Natürlich dachte ich, ich komme von der Uni, ich war ein junger, motivierter Typ und ich dachte dann, ach, ich weiß ja jetzt schon hier schon alles und komme da erstmal hin, habe jetzt ein Amt und muss dafür sorgen, dass hier alles so läuft, wie es laufen soll. Und dann wurde ich aber schon sehr, sehr schnell auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und musste erstmal erkennen, dass ich mir diese Autorität erst auch mal erarbeiten muss dort. Ne? Dadurch, dass ich fachlich Dinge gut kann, das war tatsächlich gegeben, weil ich ja 3 Jahre lang alles gelernt habe, aber auch vielmehr, dass ich methodisch Themen auch rüberbringen kann, also Rhetorik oder wie vereinbare ich Ziele, ne? Also Führung als Handwerk. Und das Dritte, und das ist das, wo in so einem jungen Alter aus meiner Sicht einfach noch das größte Entwicklungspotenzial war das Thema Sozialkompetenz. Im Sinne von die Leute begeistern, für mich einnehmen und auch empathisch sein, auf die Leute zugehen, auch verstehen. Na, erst, dass ich verstehe, warum macht jemand etwas, bevor ich verstanden werde, bevor ich einfach sage, so und so muss das laufen. Und dann erwarte ich, dass es gemacht wird, weil dann hat erstmal niemand was gemacht. Und ganz klar war ich jünger als die Kinder meiner Mitarbeiter, ganz häufig. Und ja, das war dann ganz häufig eine spannende Erkenntnis. Und da habe ich jetzt sicherlich auch noch nicht ausgelernt, aber ja, durfte da. Das heißt, wo du jetzt gerade über den Führungsstil sprichst, jetzt, wenn man selbst, ich habe nie in einem Handelsunternehmen gearbeitet, also auch vor allem nicht auf der Fläche, außer jetzt während des Studiums dann irgendwie mal gejobbt. Klar, das kennt man dann irgendwie. Ist da dann aber nochmal was anderes, als ob man jetzt, wenn man tatsächlich fest irgendwo arbeitet. Ich stelle mir das tatsächlich relativ schwierig vor, auf dieser Fläche zu führen. Also ich glaube, das kann eine total große Herausforderung haben, weil man, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber man kommt von der Uni, hat da irgendwie seine theoretischen Skills beigebracht bekommen und dann, glaube ich, gibt es ganz, ganz schnell Reality Bites. Also die Realität clasht komplett mit der Theorie, weil am Ende des Tages dort auf der Fläche natürlich wirklich die Fakten herrschen und nicht irgendwelche hochtrabenden Ideen. Also ich habe in dieser Phase, in der ich dort gearbeitet habe, natürlich etliche Teams kennengelernt. Und die erfolgreichsten waren immer die, wo wir einen ganz starken Filialleiter oder eine Filialleiterin hatten. Und was heißt das? Diese Person, und die ist aus meiner Sicht genauso, wie es auch in einem Hotel ist oder in der Gastronomie ist, dass du jemanden hast, der vor Ort ist, der auch viel vor Ort ist, der sich zu 100% wie ein Unternehmer auch mit dieser Filiale oder mit dem Restaurant, wie auch immer, identifiziert, wenn der vor Ort ist und das ausstrahlt, der die richtigen Leute um sich bringt, also sich mit den richtigen Leuten umgibt, dann waren das immer die stärksten Teams. Die Regeln und die Rahmenbedingungen waren überall die gleichen. Aber wenn du morgens um 6 Uhr dich an der Filiale triffst und dann die ersten 2 Stunden, bis geöffnet wird, damals hat man noch überall um 8 aufgemacht, mittlerweile ist es ja etwas früher, dann ist das ein Arbeiten von der Intensität her, so wie, jetzt habe ich nie auf einer Baustelle gearbeitet, aber so wie ich es mir da vorstelle. Da werden dann Tonnen Obst und Gemüse verräumt, Tonnen Paletten verräumt in kürzester Zeit. Und die Bedingungen sind überall gleich. Und die Leute, die es halt mit einer Top-Produktivität gemacht haben und auch so, dass es für den Kunden einfach angenehm war, das waren die, die begeistert waren, dort zu arbeiten, wegen ihrer Führungskraft. Gar nicht unbedingt, weil eine Marke drüber steht. Es gibt verschiedene Händler, verschiedene Discounter. Sondern weil dann eine Person dort ist, die gesagt hat, ich forme hier ein Team und ich begeistere die Leute für mich. Und das war ganz viel tatsächlich persönliches Miteinander, gar nicht unbedingt dieses fachliche, akademische, sondern dass man halt wirklich gesagt hat, da hat sich jemand über die Zeit sein Team so zusammengestellt, dass die alle das füreinander machen. Das ist ein interessanter Punkt, den du gerade so ansprichst. Hatte ich so gar nicht, eigentlich ist das ja völlig, völlig logisch, aber ich hatte das gar nicht präsent. Eigentlich hat man ja die große Herausforderung, dass man in so einer Filialkette, die ja dann doch irgendwie vom CI, CD halt irgendwie homogen sein soll, immer gleich, will man ja trotzdem hervorstechen, herausstechen. Also auch die muss sich ja irgendwie mehr oder weniger entfesseln, ne, unleashen, was unser Thema ja ist. Wie schafft man das, außer über das Thema des Filialleiters, der Filialleiterin, die dann
die Kultur reinbringt. Gibt es noch andere Attribute, die ich da anbringen kann? Also in der ersten Linie wird man natürlich in so einem filialisierten System an dem Grad der Umsetzung auch gemessen. Das heißt, alles soll gleich aussehen. Das ist auch aus Kundensicht nachvollziehbar. Ich möchte ja, wenn ich in die Filiale gehe oder in eine der 3000 anderen, das, was ich suche, an der gleichen Stelle finden. Und die Konzepte, die dahinter stehen, die sind ja auch ganz häufig sehr gut durchdacht. Den Unterschied macht dann tatsächlich das Team vor Ort, wo man sagt, ja, Überraschung, ne? Aber es ist schon, neben vielen Konzepten, die ja sehr starr sind, kommt es ja als Händler erstmal drauf an, auf so ein paar ganz offensichtliche Themen wie, ist die Ware da, die ich dort erwarte, also haben wir das vollständige Sortiment, ist das Sortiment frisch, ist es sauber hier, sind die Leute freundlich zu mir, alles das, wo wir sicher alle schon mal im Supermarkt waren oder im Discounter waren oder wo auch immer und haben das, was wir wollten, nicht gefunden oder das Obst und Gemüse war nicht mehr frisch oder es war dreckig oder ich habe ewig gewartet an der Kasse. Das sind halt die Sachen, woran ich ja dann am Ende festmache, gehe ich dann nochmal hin oder nicht. Na, und wenn halt alles da ist, kann ich halt auch einen höheren Bon haben. Dann kann ich mehr kaufen. Und das ist ja dann tatsächlich diese operative Exzellenz, die ein Filialleiter vollsteuert. Der muss das im Blick haben. Der muss gucken, dass er die richtigen Leute hat, die die Bestellung vernünftig machen, dass es sauber ist, dass die Leute freundlich sind. Freundlich heißt, ich öffne schnell eine Kasse. Freundlich heißt, ich sehe auch, wenn jemand was sucht. Ich bin auf der Fläche, ich bin verfügbar und so weiter. Und das ist dann der Unterschied zu, ja, es gab ein Konzept, aber es war schlecht umgesetzt. Es ist ja so häufig, ne, dass es auch dann drauf ankommt, Dinge vernünftig umzusetzen und nicht nur einen guten Plan zu haben. Ich will dich nicht unterbrechen. Achso, ich wollte eigentlich nur eine Frage zum Team stellen. Du sagtest ja, dass das Team generell, also jetzt neben den Attributen, die wahrscheinlich fast alle Teammitglieder haben, sei es jetzt, dass sie anpacken können, dass sie ein gewisses Auge für das Darstellen der Ware haben, gibt es da auch jetzt, wenn es um den Shopfloor geht, um die Fläche, teilweise Kriterien, nachdem man das Team zusammenstellt? Also ich nehme mal das Beispiel vom A-Team, da gibt es ja immer die vier verschiedenen, ich weiß, das ist oldschool, aber... Nee, gar nicht. Ich finde Face, VA und Murdoch, das müsste ich ja auch hier den richtigen ansprechen. Also das macht halt die Unterschiede aus im Team. Ne? Also du hast die verschiedenen Charaktere, die dann ein super cooles, heterogenes Team ergeben. Gibt es da also Faktoren, der eine kann vielleicht mehr anpacken, der andere hat immer mehr ein Auge dafür, wie es besser dargestellt wird oder wie er teilweise die Leute anspricht, was du meinst? Also auch da kommt es auf die unterschiedlichen Shops an, die man dann hat. Ne? In einem Discounter, der halt relativ mit einer dünnen Personaldecke arbeiten muss, um die Preise abzudecken, hast du jetzt nicht viele Spezialisten, sondern da setzt du darauf, dass du Zehnkämpferinnen hast, die halt, wo jeder alles kann. Wir stellen aber schon fest, dass wenn wir jetzt mehr Kompetenz ausstrahlen wollen, zum Beispiel in einem Bereich wie Wein oder in einem Bereich wie Kaffee, dann macht es definitiv Sinn, oder in einem Bereich wie Frische, Spezialisten zu haben, die das machen, weil sie es gerne machen. Und weil sie es immer machen, machen sie es dann halt auch besser. Ja? Also ja, da gibt es, je nachdem, wenn du viel Umsatz machst in deinem Laden, hast du natürlich auch die Möglichkeit, mehr Leute einzusetzen, kannst dann Spezialisten ausbilden. Also da ist im Handel tatsächlich der Umsatz immer so ein bisschen die Messgröße, wo man sagt, ja, der macht sehr viel möglich. Und dann geht man da halt tiefer rein. Ja. Jetzt, weil das ist ein Thema, was uns ja sehr, sehr beschäftigt, das Thema Digitalisierung. Also Themen, die sich ja unglaublich gerade in die Mitte der Gesellschaft fressen, von allen Ecken und Enden. Manchmal merkt man das noch gar nicht so richtig, aber über kurz oder lang passiert ja sehr, sehr viel. Gerade im Kontext von solchen Jobs, die ja häufig auch im Supermarkt stattfinden, die Arbeit an der Kasse etc. pp., das Verräumen vielleicht noch nicht mal, aber die Arbeit an der Kasse ist vielleicht irgendwann etwas, was zumindest weniger wird. Ich war jetzt vor einiger Zeit noch in den Niederlanden und da gibt es schon hier und da halt Jobs, die ganz anders arbeiten, also die eher so vollautomatisiert mehr oder weniger arbeiten, wo ich rausgehen kann und ich bin fertig mit meinem Einkauf. Habt ihr Zukunftskonzepte bei euch, bei Leckerland, die schon auf sowas hindeuten, was man in Richtung Digitalisierung denkt? Ja, also an ganz vielen Stellen ist Digitalisierung bei uns auch eins der übergeordneten Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Na, jetzt muss man ja dann auch nochmal einmal diesen Übertrag schaffen, worüber ich jetzt gesprochen habe, war früher wirklich Einzelhandel. Leckerland ist ein Großhändler, wo ich jetzt bin. Da ist auch die Form von Vertrieb, für die ich jetzt verantwortlich bin, ist eine ganz andere. Aber um auf deine Frage zu antworten, ja, ich glaube, diese teilautomatisierten oder zum Teil voll unstuffed Stores, das ist ein Trend, den sehen wir auch, auf den setzen wir auch im Unternehmen. Ich glaube nicht, dass das aufs Gesamtunternehmen gesehen signifikante Auswirkungen auf die Mitarbeiteranzahl haben wird. Weil
was man jetzt auch schon sieht in diesen Teststores, die es gibt, das nutzt der Konsument nur zu einem sehr kleinen Teil. Also das ist noch sehr viel Zukunftsmusik, das funktioniert auch schon in Teilen sehr gut. Allerdings, man guckt halt auch immer so in seiner Peer Group, in seiner Bubble. Und es gibt aber noch sehr viele Leute in der Gesellschaft, die das nicht wollen und die einfach gerne auch an der Kasse stehen. Und wir haben mehrere 10.000 Mitarbeiter eingestellt, jetzt nicht bei Leckerland, aber in der Rewe Group letztes Jahr. Und ich glaube nicht, dass es jetzt einen direkten negativen Impact auf die Mitarbeiteranzahl haben wird, die es dort gibt. Sicherlich werden Schwerpunkte sich verschieben und vielleicht setzt man dann nicht mehr so viel an der Kasse, sondern weniger und macht dafür andere Themen, weil man noch mehr Wert auf Customer Experience im Laden legen kann. Ne? Ja, genau, das ist halt genau der Punkt. Ne? Es geht nicht darum, dass man zwingend durch Digitalisierung nur Substitute schafft, also im Sinne von, ich versuche jemanden wegzurationalisieren, sondern eher, dass ich Freiheiten schaffe, um eine bessere Experience zu... Genau, also das ist zum Beispiel auch ein Thema, womit wir uns jetzt gerade beschäftigen. Also aktuell bin ich ja für einen Kundenkanal verantwortlich bei Leckerland. Das sind die selbstständigen Einzelhändler. Also viele von uns würden sagen, ja, Kioske, Tabakwarenfachgeschäfte, C-Stores, also Convenience-Stores. Und da beschäftigen wir uns auch sehr viel mit dem Thema, wie können wir den Kunden digital erreichen? Was dazu führt, dass wir einfach immer in seiner Hosentasche sind. Als verlängerte Werkbank sozusagen? Genau. Oder? Okay. Ja, wenn wir sagen würden, viele dieser Kunden agieren eher wie ein Endkonsument. Ja, die gucken, wie decke ich mich jetzt ein? Das ist jetzt kein B2B-Tender-Verfahren, sondern die sagen so, ich gucke in mein Regal, folgende Sachen fehlen mir und ich habe jetzt einen Bedarf. Und die decken diesen Bedarf dann ab und zu bei uns, ab und zu bei Rewe, ab und zu bei Penny, vielleicht auch mal bei einem anderen Händler. Und wir beschäftigen uns damit, wie können wir diese Kunden regelmäßig aktivieren, mit den richtigen Promotions erreichen, dass wir auch wissen, was ist wann für wen relevant. Und dieses rein Transaktionale wollen wir digitalisieren, damit wir die Ressourcen, die wir haben im Unternehmen, auf viel wertstiftendere Themen mit großen Kunden setzen können. Hat das auch schon, ja, sorry. Ja, ich wollte nur noch mal abschließen, weil wir im Moment von Hand durch Mitarbeiter sehr viele Themen machen könnten, wo sie keine wahnsinnig hohe Wertschöpfung haben, wo wir sagen, das sind digitalisierbare Themen. Na, und dann könnt ihr euch genau mit ganz anderen Themen beschäftigen. Hat das, was du jetzt gerade so ein bisschen erläuterst, Das schreit ja nach auch so ein bisschen predictive, also dass ich schon vorhersagen kann, wann sind deine Regale wieder leer, wann müsstest du dir eigentlich Gedanken darüber machen, dass ihr sozusagen im Vorfeld antizipieren könnt, wann kann ich meinen Händler bzw. meinen Kunden ansprechen auf folgendes Produkt, wann kann ich ihm das anbieten? Also das ganze Thema KI und so weiter, ist das ein Thema bei euch? Oder? Ja, also Analyse dieser Sortimente, das ist ein definitives Thema. Man muss nur sagen, in diesem, gucken wir jetzt mal auf ein einfaches Kiosk, da sind es einfach sehr wenige Artikel, die eine große Rolle spielen. Ja. Ja, und dann kann ich sagen, es gibt jetzt 5 Hersteller und 25 verschiedene Produkte, die muss jeder haben, dafür brauche ich keine künstliche Intelligenz. Und jetzt geht es im Moment geht's bei uns im Vertrieb ganz klassisch darum, wir wollen die besten Locations beliefern, die professionellsten Betreiber beliefern, wollen, dass die uns so viel wie möglich durchs komplette Sortiment vertrauen. Also die sollen ihre komplette Ware, die sie einem Endkonsumenten verkaufen, von uns beziehen. Und das sind, wenn wir jetzt durch 5 Shops hier gehen in der Umgebung, immer die gleichen Artikel, um die es sich dreht. Also ja, wir beschäftigen uns sehr auch mit Category Management und Insights da auf einer sehr tiefen Ebene. Aber wir kommen auch schon sehr weit, wenn man mit einer Excel-Liste, wo man sagt, so wie sind die Umsatzanteile verteilt da und ja, worauf konzentrieren wir uns? Wir sind ja super glücklich, dass du heute mal da bist und eine ganz andere Perspektive einfach auch mal auf das Thema Unleashed setzen kannst im Zweifelsfall. Wenn wir über Unleashed sprechen, also über das Hauptthema sozusagen ja unseres Videocasts, wie würdest du das selbst für dich definieren? Was ist für dich Unleashed, ein Entfesselungsmoment in deiner Karriere? Hattest du irgendeinen, wo du sagst, das war's, das war das Thema. Ja, also ich habe mir da natürlich auch kurz drüber Gedanken gemacht, ne, aus diesem Hintergrund, dass ich heute hier sein darf. Und den Großteil meiner Zeit, die ich beruflich aufwende, ist ja als Führungskraft, dass ich mich um meine Mitarbeiter kümmere. Und sowohl im Beruflichen als aber auch im Privaten
möchte ich ja immer mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe, derjenige sein, der ein Treiber ist, der Leute ermutigt, befähigt, der ihnen hilft, gute Entscheidungen zu treffen und nie derjenige, der sie bremst. Und in dem Zusammenhang ist es für mich als Führungskraft genau das Gleiche, dass ich halt möchte, dass ich in meinem Verantwortungsbereich den Mitarbeitern die Möglichkeit gebe, sich weiterzuentwickeln, sie zu treiben, nicht im negativen Sinn treiben, sondern der Treiber zu sein, der ihre Weiterentwicklung möglich macht. Und das sind aus meiner Sicht ganz klar so Unleashed-Momente, wo ich dann feststelle daran, was jemand sagt, wie er etwas sagt, was er sich für Ziele setzt, wie er kommuniziert, habe ich jetzt schon gesagt, aber dass ich meine, wow, da hat Mitarbeiter Entwicklung oder da hat sich diese Person weiterentwickelt, hat das stattgefunden. Und das sind für mich immer wieder Momente, die ich total schön finde. Also wo du quasi dafür Sorge getragen hast, dass du diese Person sozusagen von der Leine lässt, ne? Also genau, unleashed. Genau. Also okay. Wir gucken ja als Führungskräfte ganz häufig auf zwei Themen. Kann ein Mitarbeiter oder will ein Mitarbeiter? Ich glaube, es gibt noch eine dritte Dimension, die wir häufig vernachlässigen. Das ist, darf ein Mitarbeiter? Ja, genau. Da dürfen im Innen und im Außen, also glaube ich, dass ich darf oder darf ich nicht, weil mein Vorgesetzter mir etwas nicht erlaubt? Und diese drei, wenn man auf diese drei Komponenten guckt, ich glaube, als Führungskraft bin ich ja auch dafür verantwortlich, dass ich mich mit den richtigen Mitarbeitern umgebe, wenn ich mein Team zusammenstelle. Das heißt, da setze ich mal voraus, dass ich Kollegen habe, die wollen. Das ist dann schon mal für mich gesetzt. So, dann geht es ums Können, wo ich sage, so haben wir alles, was wir brauchen, sind wir konkret genug, haben wir es geschafft, unsere Strategie zu operationalisieren, klar zu machen in einem großen Team, wer muss jetzt was ganz genau machen. Das ist ganz häufig auch ein Punkt, der nicht mehr, wo Leute einfach nicht tief genug ins Detail gehen, auch Führungskräfte, wo sie dann sagen, ja, da wollen wir hin, jetzt macht ihr mal. Ich bin fest davon überzeugt, dass man gerade, wenn man mit vielen Menschen zusammenarbeitet, schon auch gemeinsam arbeiten muss. Wie müsste ich es denn genau machen, um es gut zu machen? Und dann kann man sich auch darauf vereinbaren, auf eine Vorgehensweise. Und das Dritte ist dann halt das Dürfen. Dass ich ganz häufig auch schon festgestellt habe, dass ein Mitarbeiter Themen nicht macht, weil er gar nicht wusste, dass er soll, weil er Angst hatte, ich darf das nicht, darf diese Entscheidung nicht treffen. Sag ich, doch, du musst diese Entscheidung treffen. Ich kann dir helfen, dass wir die gemeinsam richtig treffen, aber ich will sie nicht treffen. Ich will dich befähigen, so viel wie möglich in deinem Verantwortungsbereich auch selber zu machen. Und diese drei Komponenten, und ich glaube, ganz häufig ist das, was am ehesten vergessen wird, das hat der Mitarbeiter das Gefühl, dass er es darf, das ist auch eine der wichtigsten, führen schon dazu, dass man, wenn man halt die richtigen Kollegen hat, die richtigen Mitarbeiter hat, da ganz klar auch Entwicklungen treiben kann. Mich würde eine Sache ganz stark noch interessieren, das Thema sieht man ja jetzt auch überall in der Wirtschaft, jetzt mal unabhängig vom Handel. Man hat auch durch die verschiedenen Generationen, die jetzt sozusagen in Organisationen zusammenkommen, ganz andere Ansprüche, aber auch Anforderungen, Bedürfnisse, die gestillt werden wollen. Ob das die Gen Z ist, der man das nachsagt, oder der Gen Y oder. Sei mal dahingestellt, ob das so ist oder nicht. In jedem Fall merkt man schon, es gibt einen Unterschied zu dem, wie es halt vorher offensichtlich war, bei dem einen oder anderen. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus in der Filiale, zumindest von meinem, also jetzt mal zurück wieder zur alten Zeit, zu deinen alten Vorgänger-Arbeitgebern, in der Filiale wahrscheinlich auch eine besondere Herausforderung ist. Das müsstest du oder könntest du uns vielleicht ganz kurz einmal nochmal darstellen, wie da deine Meinung ist. Weil so wie ich Filiale verstehe, ist das ganz häufig ein sehr hierarchisches Geschäft sozusagen. Der Filialleiter, die Filialleiterin gibt Ansage und dann wird im Idealfall gemacht, weil ist ja nun mal da so, dass der Kunde halt was will und das muss dann auch schnell passieren. Oder ändert sich das gerade auch? Also ist es gerade so, dass der Filialleiter, die Filialleiterin auch sich eben auf die Bedürfnisse und anderen FTEs, mit der sie arbeitet, sozusagen einstellen muss? Also ich glaube, was sich schon geändert hat, ist die Bereitschaft von jungen Talenten, genau mit so einer Arbeit zu starten. Wir hatten das ja im Vorgespräch eben kurz nochmal besprochen, da habe ich gesagt, die Anfänge, die ich auch während des Studiums dann da in der Filiale hatte, von, keine Ahnung, im Lager eine Ecke sauber machen oder die Rillen irgendwo bei einer Eingangstür sauber machen, das ist natürlich keine besonders schöne Arbeit. Ich habe gesagt, dafür darf man sich nie zu schade sein, weil man natürlich auch wissen muss, das gehört da dazu. Ich glaube, wenn man nicht die richtige Kultur hat, jetzt gar nicht in einem großen Unternehmen, aber in dieser Filiale, wird es immer schwer, Leute
zu begeistern, dort zu arbeiten, weil halt auch solche Arbeiten anfangen. Das ist ja nicht alles, aber sowas muss auch gemacht werden. Und ausschlaggebend ist dann aus meiner Sicht immer wieder, schafft derjenige, der da einen Verantwortungsbereich hat, das in seiner Filiale oder übergeordnet in seinem Bezirk oder in seiner Region eine Kultur herzustellen, wo halt Leute miteinander arbeiten, die das gerne machen. Und ich glaube, man kann es als Filialleiter schaffen, dass man ein Team hat, das das einfach gerne macht, dort zu arbeiten, auch wenn mal widrigere Arbeiten gemacht werden müssen. Und das ist dann halt wirklich die Führungskraft, die den Unterschied macht, unabhängig davon, was für eine Marke drüber steht. Das finde ich total interessant, weil am Ende des Tages, also jetzt gerade in deinem Beispiel, am Rillen auskratzen an einer Tür kann ich kein Purpose festmachen wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein für keinen. Genau, ich glaube, früher hast du gesagt, du musst das machen und dann hattest du genug Leute, die gesagt haben, ja, ich brauche einen Job, ich mache das. Okay. Ich glaube, davon gibt es jetzt deutlich weniger. Das heißt, die Führungsaufgabe, Leute zu begeistern für das Grundsätzliche, warum machen wir das hier, und natürlich auch ein Umfeld zu schaffen, wo es trotzdem Spaß machen kann zu arbeiten. Dadurch, dass ich eine coole Community habe, dass ich Wertschätzung erfahre, dass ich auch mein privates Leben drumherum so organisieren kann, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich nicht morgens angerufen werde, oh, kannst du doch kommen, sondern dass halt dieses gesamte Setup, worauf Mitarbeiter da auch Wert legen, so gestaltet ist, dass sie sagen, ja, ich mache auch Sachen, die mir halt nicht so viel Spaß machen, aber übergeordnet bin ich hier ein wertgeschätzter Kollege und habe auch Spaß dabei, gute Ergebnisse zu erreichen. Ja, das ist ja auch das, was du sagst, im Endeffekt die Einordnung ins Gesamtbild. Wenn man das jetzt als Customer Journey bezeichnen würde, klar ist natürlich das ganze Thema Rillen sauber machen oder generell Fenster putzen ist bestimmt nicht das, was du als ehestes, als Filialleiter oder als Mitarbeiter in der Filiale sofort sehen würdest und machen würdest. Aber ich denke gerade dieses Zusammenspiel der einzelnen Komponenten, der einzelnen Teile der Journey, das ist ja auch etwas, du kommst rein, du sagst, es ist sauber, du fühlst dich wohl. Ich denke, wenn man da die Leute abholt, das hast du eben ja auch beschrieben, dass man sie befähigt und gleichzeitig aber auch sagt, okay, warum machen wir das ja eigentlich und welche Entscheidungen müssen getroffen werden, dass man da das Gesamtbild hat. Ich glaube, da kann man vielleicht die Motivation dahingehend auch besser aussteuern. Genau. Und vielleicht, wenn du das Why verstehst, warum. Genau, richtig. Das Gesamtbild. Also das finde ich dann schon sehr interessant, weil so funktioniert ja eine Filiale im Endeffekt. Ich habe auch lange Zeit in der Filiale, auch wie du, gearbeitet und auch diese Sachen gemacht. Aber man hat mir immer erklärt, im Endeffekt, wir machen das so und so und wir machen das aus diesem Grund. Und das Gesamtbild ist dann entscheidend. Dann hast du auch, glaube ich, nicht das große Problem, diese Arbeit in dem Moment auszuführen. Ja, genau. Und da sind aus meiner Sicht immer die lokal verantwortlichen Führungskräfte absolut entscheidend. Die prägen am Ende nach oben gesehen die Marke, zu der ich mich vielleicht als Außenstehender erstmal entscheide, hinzugehen. Ne, dieser Spruch, ich gehe zu einer Marke, aber bleibe oder gehe wegen der Führungskraft. Ne? Also ich komme hin, weil oben drüber was Schönes steht. Aber ob es dann wirklich so ist, entscheidet sich halt an meinem Vorgesetzten und da halt an einem Filialleiter oder an einem Verantwortlichen für ein Gebiet, der da halt auch ein Miteinander prägt mit seiner Erwartungshaltung und mit dem, wie er kommuniziert. Ja. Ich wollte jetzt einfach sagen, wir kommen noch zu einer Phase, wo wir auch mit dem Markt spielen wollen. Ich hätte noch eine Frage, die mir irgendwie so ein bisschen auf dem Herzen brennt, bevor wir das vergessen angesichts der Zeit, die da so voranläuft. Gibt es eigentlich was du machen würdest, wenn du, also sicherlich gibt es was du machen würdest, wenn du nicht in dem Job wärst, den du ausgewählt hast für dich, also Handel. Aber was würdest du machen, wenn du dich jetzt unleashen würdest? Also was wäre so dein Ding? Wenn es das eine gar nicht sein darf, sagen wir so. Also wenn es jetzt nicht genau das ist, was ich jetzt mache, glaube ich, dass ich trotzdem versuchen würde, Verantwortung zu übernehmen für ein größeres Team. Ne? Sei es vielleicht etwas eigenes aufzubauen, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, weil ich auch sehr früh in eine Situation gekommen bin, wo ich halt Verantwortung hatte und immer Sachen gemacht habe, die mir einfach Spaß machen. Ich hatte nie den Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte von etwas weg. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch, ich habe in meinem privaten Umfeld sehr viele Unternehmer, Selbstständige, die auch ganz spannende, tolle Geschichten erzählen. Diese eine Komponente, wo ich sage, ja, vielleicht reizt mich sowas auch nochmal irgendwann in diesem Leben oder wenn ich das jetzt nicht machen dürfte, würde ich vielleicht sowas machen. Aber genau, grundsätzlich ist es schon so, dass ich mich mit Themen beschäftige, die mir jeden Tag Spaß machen, auch wenn immer mal Phasen dabei sind, wo ich auch heute noch sage, das war jetzt eine Entscheidung, die ich treffen musste, die nicht so populär war oder das macht dann nicht so viel Spaß, aber übergeordnet ist es auf jeden Fall etwas, wo ich glaube, dass wir mit einem sehr guten Miteinander, mit klaren Zielen auch tolle Ergebnisse erreichen können und wo auch viele meiner Mitarbeiter und Kollegen einfach auch Spaß bei der Arbeit haben. Also was Besseres kann man ja eigentlich schon gar nicht mehr wünschen sich, ne? Dass genau das passiert. Jetzt haben wir da unten übrigens noch, kleiner Cut sozusagen, da unten ist etwas, was wir dir dahingestellt haben. Ja. Und zwar ist das
eine Box, wo etwas drin ist. Das Spiel nennt sich Box of Lies. Ihr merkt, ich versuche hier mal gerade was anzumoderieren, was gar nicht eingeplant ist, aber das kannst du wunderbar machen. Ich bin raus. Siehst du, das ist schon der Note-Aus-Knopf. Also Box of Lies ist der Titel und den Rest machst du erzählen. Die sogenannte Lügenbox, genau. Danke für die spontane Übergabe. Genau. Im Endeffekt, in der Box befindet sich ein Gegenstand, den wir beide nicht kennen. So, jetzt hast du die Wahl, entweder diesen Gegenstand es ist, wie er in der Realität ist, zu beschreiben oder aber uns was komplett anderes zu erzählen. Und wir müssen im Endeffekt erraten, sagst du die Wahrheit oder lügst du uns an? Also das heißt, lass deiner Kreativität freien Lauf oder beschreib das, was drin ist. Und wer hat den denn hier reingepackt? Das war die Julia da hinten, die Regisseurin. Wer hat den denn eigentlich da reingepackt? Ja, also das Ganze haben wir nicht gesehen. Also ich habe ihn da nicht selber reingepackt und sage jetzt hier, erzähl mal. Ne, das wäre ja Quatsch. Also ich weiß es tatsächlich nicht und ich habe den Raum auch verlassen, wo es reingepackt wurde. Und Nikolas war sowieso nicht da. Der hört eh nie zu. Genau, weil ich vermute, dass sie genau den Artikel reingepackt hat, weil wir ja gerade auch ein Kind bekommen haben und ich mich schon gefragt habe, ob ich das behalten darf. Ah, er ist schon am Beschreiben. Okay, versucht uns schon zu betonen. Okay, ja. Was ist das? Es ist wahrscheinlich was ihr schon öfters hier auch gesehen habt, der kleine Elefant. Stofftier? Nee, haben wir noch nicht. Ein Elefant, Stofftier. Also hier liegen immer so viele Sachen rum. Ja, aber du müsstest eigentlich mal aufmachen. Also ich würde ihn gerne behalten. Ja, okay. Weil ja, ich glaube, er würde meinem Farbe? Sohn grau. Wie sieht ein Elefant aus? Ja gut, es gibt ja auch blaue. Ist er denn weich? Also fühlt er sich wohl weich an, wenn man ihn anfasst? Ja. Ist schon okay, meinst du? Ja. Okay. Das ist auch die bekannte Marke, von daher habt ihr hier auch nicht mit Kosten gespart. Okay, bekannte Marke. Eine bekannte Marke. Also ich könnte jetzt eine Marke sagen, aber welche Marke? Welche Marke bin ich denn, wenn ich einen Knopf im Ohr habe? Ah, okay. Ja, okay, steif, ne? Also, ja absolut. Umgedreht den Spieß. Okay. Aber so Steiftiere sind ja eher nicht weich. Da hat er jetzt gerade irgendwie, passt das nicht? Kuscheltiere? Doch. Ja? Sind die weich? Ja, ich meine wohl. Die werden so ganz so raus. Und ja, aber die lange draußen liegen lässt. Ja. Der Name ist nicht Programm. Okay. ihr habt Nachwuchs gekriegt? Mhm. Mädchen oder Junge? Junge. Okay. Der hat auch schon einen Elefant, aber der würde gut in die Sammlung passen. Okay, dann nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich von uns. Absolut. Okay, der Elefant. Ja, wir würden natürlich gerne dir den mitgeben, wenn es dem so ist. Ja, aber kann er auch haben. Kann er gerne haben. Ich befürchte nur, das ist jetzt mein Gefühl, dass er lügt, dass er kein Elefant drin ist. Du findest ja? Ich finde schon. Da ist so ein vertrauenswürdiger Mensch da, der sitzt da. Und okay, dann, also gut, ich bin ja immer, wenn es zum Optimismus geht, lass mich gerne mittragen. Okay, ich glaube dir. Nachher vorhalten. Wir glauben dir. Ja. Okay, naja. Also bis er hiermit was anfangen kann, dauert es noch ein bisschen. Ja, aber über den Elefant hätte ich nicht. Wieso ist ein Elefant? Also im meisten Sinne, gib mir eine halbe Stunde. Brauch ich dir deinen Elefant raus? No problem at all. Hey, stark. Ja, cool. Hast du super gemacht im Endeffekt, weil er hat direkt losgelegt, ganz elegant. Ja, gesagt, soll ich jetzt, soll ich nicht? Vertrieb. Vertrieb, ja. So macht man drauf. Ja, natürlich. Aber wir haben das Spiel geschafft. Wir haben einen großartigen Gast. Vielen Dank. Vielen Dank, eine grandiose Folge. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Kommen. Danke, ja, weiterhin danke. Viel Erfolg vor allem. Ne? Danke, danke. Weiterhin gute Führungsqualitäten, die du ja offensichtlich mitbringst. Ja, viel Spaß und mit Team. Gutes Händchen, sozusagen. Ja, genau. Großteil derer sehe ich heute noch. Von daher, sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Mach's wir wünschen gut. was. Danke. Tschüss zusammen. Ciao. Halt, stopp. Bevor du wegschaltest, wollten wir dich nochmal daran erinnern, dass wir auch weitere tolle Gespräche wie dieses geführt haben. Also verpasse nichts mehr, abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Sollte dir dieses Video gefallen haben, dann würden wir uns natürlich über ein Like freuen. Ach, und wenn du noch Vorschläge hast, wen du bei uns zu Gast sehen möchtest, dann lass diese gerne in den Kommentaren da. Danke dir und bis bald.